So hart aufkommen war aber nicht geplant. Mal sehen. Wo kommen wir denn jetzt hin? Ein bisschen Energie wäre gut. Da oben ist schon wieder der Stab. Schwimm mit dem Strom. Egal, wohin er geht. Was ist denn das? Ein Buch? Da muss ich hin. Das ist dann doch eine neue Waffe. Da oben. Ach Gott, das stürzt doch gleich wieder ein. Der hüpft zweimal und dann das war's. Ich sehe das doch jetzt schon. Aufsteigen. Ach so, die Liane muss ich fassen. Gut. Hab ich bekommen. Jetzt muss ich nur noch daran schwingen. Okay, gut, 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 gut. Nee, ich kletter lieber hoch. Ich mach's lieber auf Nummer sicher. Nicht so, wie er es hier von mir will. Er will ja, dass ich da unten rauf und dann erst und so. Ihr wisst, was ich meine. So, okay, was ist das jetzt? Was ist das? Gucken. Wie jetzt? Ist das nichts? Ich kann es nicht anwählen. Das ist eigenartig. Okay, gut. Dann irgendwas ist es. Irgendwas mit Wasser, glaube ich. Er hat ja gesagt, der Kater, die Katze, hat gesagt, schwimm mit dem Strom. Also, ich vermute, irgendwie ist es ein Blatt oder sowas. Womit ich irgendwie auf dem Wasser treiben kann. Hoffe ich zumindest. Ich bin schon wieder draußen. Das kann nur heißen, dass hier gleich... Achso, es kommt erstmal eine Rose. Ja, ja, Rose, du bist schlecht. Danke, Rose. So. Jetzt kommen hier bestimmt gleich nochmal solche Viecher, die mich anballern. Warte mal, bin ich jetzt... Nee, ich sah nur so aus. Ich hab Dinger. Ja, ich wusste, dass sie jetzt hier kommen. Wie jetzt? Setz dich einfach irgendwo hin? Wie jetzt? Nö, ist ja doof. Die Energie kommt einfach mal da, wo ich nicht hin kann. Mann, ist das scheiße. Ist ja richtig beknackt. So, okay. Also irgendwie muss ich hier so rüber. Es tut doch wieder weh, wenn ich da runterspringe. Nee, doch nicht. Okay, ah, ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Jetzt bin ich, glaube ich, hier hinter, wo ich die Energie gesehen habe. Alles klar. Ich höre schon wieder die Viecher hier fliegen. Mann! Danke. Wie jetzt? Ist nicht tot? Die Rose wieder. Nein! Ich hab nicht getroffen. Cool, der Stein hat mich gerade beschützt davor, nicht getroffen zu werden. Cool, danke Stein. Du bist echt geil. Steine mag ich jetzt. What the... Verpiss dich! Hau ab! Du auch. Danke. Jetzt gib mir Energie. Danke. Soll ich jetzt eine Liane hochkrabbeln? Hier weiter rum komme ich ja bestimmt nicht. Uah, kommen nur wie so ein Vieh an. Und stürzt ab. Uah. So, okay. Krabbeln wir erstmal hoch. Vielleicht sehe ich dann ja, wo ich hin muss. Dann muss ich darüber. Nee, von da komme ich doch. Mir ist gerade gar nicht klar, wo ich hin muss. Oder muss ich mich hier so um den Baum richtig rumschwingen, sodass ich da an dieses Ding komme? Dann muss ich noch ein bisschen weiter runter. Okay, probieren wir es einfach. Noch ein bisschen. Das reicht uns nicht. Ja, ich glaube, das wird sogar. Ich
Oder muss ich mich sogar an die andere Liane schwingen? Das könnte auch klappen. Ja, ich glaube, ich komme weit genug, um daran zu kommen. Und... Fuck. Fuck. Na toll. Jetzt darf ich hier wieder anfangen, oder was? Ernsthaft, das ist lame. Das ist richtig lame. Ich würde gerne an diesen Stab da kommen. Hoffe ich aber nicht. Vor allem, sie fällt so weit runter und das Erste, was ihr wehtut, ist natürlich nur die Säure. Dieser blöde Pilz erschreckt mich immer wieder aufs Neue. Ganz ehrlich, warum verschwende ich dafür meine kostbare Energie? Gut, er ist weg. So. Hinfort mit dir. Gib mir deine Energie. Energie. Was zum... Was tut sie denn immer? Sie springt immer so Supermodus oder was? So, wir klettern da jetzt wieder hoch. Ja, die Ameise hat mich gesehen. Hey, du blödes Stück Müll. Wenn ich bei dir da drüben bin, kriegst du voll eine rein. Versprochen. Zieh dich hoch, Alice, bitte. Damit ich der Ameise die Leviten lesen kann. Los, Alice! Hoch mit dir! Hoch! Hoch! Okay, er lässt dann eben nicht. Dann gehen wir eben wieder den gewagten Weg. Mit dem Spiel darf man ja gar nichts. Es gibt überhaupt gar keine Möglichkeiten, irgendwas schneller zu machen. Okay. Vielleicht gibt es doch die Möglichkeit, etwas schneller zu machen. So. Genau so meinte ich das. Ach so. Jetzt komme ich hier so ran. Aber den Stab habe ich doch schon. Cool. Mal wieder was Neues rausgefunden. Hurra. Ich glaube, hier musste ich eh rüber. Ich weiß bloß nicht, in welche Richtung. Ja, genau, das war falsch. Mann, ich bin so schlau. Mein Orientierungssinn lässt heute nach. Dabei habe ich eigentlich gar keinen so schlechten. So. Wo musste ich denn nochmal hin? Ich weiß es gerade nicht. Folgen wir einfach mal dem Tunnel. Der wird mich schon irgendwo hinbringen. An die richtige Stelle, hoffe ich. Und wehe dem nicht. Ja gut, okay, wir wissen, was das ist. Oder ich weiß es rein theoretisch ja gar nicht. Ach so, jetzt muss ich mich da reinfallen lassen. Ja, gut, hat sogar geklappt. Mann, es hat mal was geklappt. Unglaublich. Ich hätte nie gedacht, dass mal was in meinem Leben, bei diesem Spiel hier, klappt. Komm hoch mit dir, Alice. Chip, chip, chubidu. So. Und das nächste Mal speichere ich da lieber wieder. So, jetzt gucke ich mir das erstmal an. Das sind Karten. Das sind einfach nur die Karten. Sind das wirklich nur die Karten? Ist ja langweilig. Ich dachte, das wäre was Besonderes. Es sah aber gerade aus wie Karten. Eindeutig. So, jetzt bin ich mal wieder aus diesem Drecksloch
Raus, Alice. Ich wollte sagen, ich bin raus. Gut. Ja, jetzt kommen wieder hier diese blöden Viecher an. Nein, dafür sollte ich meine Energie nicht verbrauchen. Eine kostbare Energie. Brauche ich nochmal für die Viecher. Ach, jetzt kommen auf einmal keine... Doch, da sind sie schon. So, eins ist weg. Das ist auch weg. Gut. Jetzt bin ich wieder glücklich. Yay, I'm happy. Wie, ich höre noch eins. Ich höre das doch. Das ist über mir. Direkt über mir. Ey. Du bist sowas von ekelig. Und ekelhaft. Und... Ey. Mann, ihr seid sowas von unnett, ihr Viecher. So, Stein, du musst mich mal wieder beschützen. Stein, beschütze mich. Ja, ja, okay, gut. Hinfort. Mann, nicht so viel Theater. So, okay, gut. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie es weitergeht, also muss ich jetzt probieren. Und ich speichere wieder. Aber wenn ich probiere, sterbe ich oft. Und wenn ich oft sterbe, müsste ich jetzt laufend fallen lassen. Schande, ey, du Scheiei. Vielleicht muss ich aber auch wirklich ganz unten bleiben. Und so richtig ganz weit schwingen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich komme wirklich von da drüben. Ja, wenn ich nicht von da drüben komme, kann ich mir vorstellen, dass ich da hin muss. Aber ich komme von da drüben. Ich bin mir eigentlich ganz sicher. Und hier ist auch nichts auf der Seite. Deswegen, es kann nur da sein. Das nächstbeste, was mir da einfällt, ist das da oben. Ich höre die Viecher schon wieder. Oh, eins ist weg. Oh, das zweite auch. Gib mal her. Das kann ich gut gebrauchen. Und das ist mir da zu nah am Rand. Ach so. Wie ich gerade sehe, kann ich hier einfach rüber. Natürlich. Die Lösung ist natürlich die, die am einfachsten ist. Wieso habe ich denn so... Warum? Aus welchem Anlass habe ich so kompliziert gedacht? Ihr Viecher schon wieder. Ich mag euch irgendwie nicht. Ja genau, fall darunter. Da bist du richtig aufgehoben. Da gehörst du hin in die Hölle. Und da bist du ja, glaube ich, auch entkommen. Wie jetzt? Ich bin jetzt aber nicht wieder da, wo ich eben gerade angefangen habe, oder? Wenn doch, dann ist das ziemlich verarsche. Nein. Hurra. Yeah. Rollende Steine. Bitte. Rollende Steine. Hallo? Das klingt ja sowas von abnormal brutal. Ich denke gerade schon wieder an den ersten Part von... What the hell? Die sehen aus wie Maschinen. What the fuck? Was ist das denn für ein Riesengegner? Oh, Vater. Ey. Ach du heilige Mutter. Krone, Kracker, Lacker, Lacker, Schaka, Macker. Ach du Schmische, Baschaba. Laufen, okay, ich muss weg. Laufen.
Okay, gut. An was erinnert mich das jetzt schon wieder? Also irgendwie... Ja. Es erinnert mich an Crash Bandicoot, muss ich zugeben. Wir laufen vor einem Stein weg, bloß dass das nicht die richtige Ansicht dafür ist. Ich drehe mich gar nicht um, ich will gar nicht sehen, wo dieser Stein ist. Ich laufe einfach. In der Hoffnung, er kriegt mich nicht. Da, ein Pilz. Also muss ich da jetzt rüberspringen. Und ich habe, wow, knapp verfehlt. Gut, okay. Gut, ich bin immer noch im Rennen. Das Bild bewegt sich zwar richtig heftig. Das heißt, der Stein ist unmittelbar hinter mir wahrscheinlich. Ja, das ist hier aus Knochen. Das sieht da unten sehr schön aus, muss ich zugeben. Ja, ich kann mir das leider nicht lang genug angucken. Weil der Stein ist genau hinter mir. Ich habe mich jetzt mal umgedreht. Ich habe es nicht mal gewagt, mich umzudrehen. Wir laufen einfach nur nach unten. Wir laufen ganz weit nach unten. Ist das hier Eis? Darf ich auf die Eisfläche? Ja, ich sammle etwas Energie ein, die ich rein theoretisch nicht... What the, das Eis bricht. Ah, oh, ganz knapp, ey. Ich glaub's nicht. Ich schlitter hier nur noch. Oh! Wer soll denn da so schnell reagieren? Eisiger Empfang. Muss ich da jetzt runterfallen? Oder bin ich jetzt tot? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube aber, es war richtig, hier runterzufallen. Okay, hier wurde gespeichert. Habt ihr gerade alle gesehen. Damit sage ich mal wieder Tschüss, auf Wiedersehen. Wir sehen uns demnächst wieder. Ich breche jetzt hier ab, weil ich jetzt habe keine Lust mehr. Und außerdem habe ich noch anderes zu tun. Ich habe noch andere Hobbys. Ja, ja, ich habe neben meinem Let's Player-Leben noch ein anderes Leben. Stellt man sich gar nicht vor, oder? Ja, das besteht auch nur darum, um Menschen zuzulabern. Aber auf jeden Fall, ja, ich verabschiede mich. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns demnächst hier wieder in eisigen Fahrt. Und ich bin immer noch nicht tot. Und ich bin weitergekommen. Yay! Yeah, und das mit wenig Versuchen. Und yay, yeah, es geht endlich voran. Ich hoffe, ich brauche nicht zu lange dafür. So, jetzt habe ich genug gelabert. Tschüss!